Schwalbe-Liebhaber, jetzt haben wir was Neues für euch. Und zwar haben wir ja unsere Schwalbe, das gute Stück hier, in den letzten Videos schon ein bisschen umgebaut, versucht den Zylinder wieder zu retten, diesen SVI 75. Leider ohne Erfolg, weil die Laufbuchse ist einfach alles scheiße drin gewesen. Jetzt haben wir gesagt, wir machen es nochmal neu. Wir haben den Motor jetzt neu gemacht, wir haben einen nagelneuen Zylinder angefertigt. Wir haben zudem die Krümmerlänge jetzt nochmal geändert, weil die viel zu kurz war. Dann ist uns noch aufgefallen, dass der Keil von der Zündung auch nicht, also der war, ihr müsst euch so vorstellen, der hat in der Kurbelwelle zu tief drin gesteckt und dadurch konnte sich die Schwungscheibe auf der Kurbelwelle trotzdem ein bisschen verdrehen und die wurde im Prinzip zu einer falschen Gradzahl zusammengebaut. Das heißt, man hätte jetzt 1,6 mm VOT eingestellt und dann hätte es gar nicht 1,6 gehabt, sondern vielleicht 1,9, 2, sowas in dem Dreh. Und das Problem haben wir jetzt auch behoben. Wir haben jetzt mal alles ordentlich von Grund auf zusammengebaut. Ich habe dann den Zylinder aufgebaut. Kommt mal her, ich zeige euch das mal. Und dann hatten wir noch bei der Schwalbe das Problem gehabt, dass der Vergaser ein bisschen zu steil stand und hier mal extrem gegengekommen ist. Jetzt kann man genau durchgucken, es sind 2 mm Luft zwischen. Haben wir sozusagen den Zylinder auf der Fräsmaschine eingespannt und den Winkel von dem Membrankasten nochmal abgeändert. Jetzt passt es eigentlich ganz gut. Vorhin ist mein Kollege schon eine Runde gefahren. Er kam mit einem Grinsen wieder, meinte, geht wie Sau. Ich bin leider jetzt noch nicht gefahren. Ich habe es jetzt eben nur auf den Prüfstand gestellt und habe schon mal eingemessen und so weiter, dass wir gleich eine Messung machen können. Ich habe auch schon eine Messung kurz gemacht. Ja, wir haben die Leistung, die wir auch haben wollten, erstaunlicherweise wieder mal auf die Kommastelle. Das ist, keine Ahnung. Also habe mich selbst wieder mal so ein bisschen erschrocken, weil irgendwie in den ganzen letzten Videos, falls euch das mal aufgefallen ist, ich habe gesagt, jo, das wäre schön, wenn wir eine 18 PS hinkriegen und wir haben irgendwie 18 PS dann wirklich geschafft. So und so ist es hier auch. Ich habe in den letzten Videos gesagt, wir wollen 17 PS schaffen mit einem vernünftigen Band, geil fahrbar, nicht zu mager abgestimmt, so dass es auch noch hält. Und wo ich es draufgestellt hatte, hatten wir 17,5 PS gleich auf Anhieb gehabt. Habe jetzt aber den Vergaser, weil er war sehr, sehr mager gewesen, jetzt nochmal ein bisschen fetter machen müssen, so dass auch auf der Straße vernünftig hält. Und jetzt sind wir halt bei 17,1, 17,2, immer sowas in dem Dreh. Und ja, wir machen jetzt mal eine Leistungsmessung und dann möchte ich euch noch ein paar Sachen dazu erklären. Gerade war die blaue Kurve die, die wir gemessen haben. Jetzt drücke ich hier auf Monitor, dass es uns angezeigt wird. Die blaue Kurve war die jetzige und die rote davor. Also ja, es kann jetzt sein, dass er noch mal ein bisschen mehr Leistung bekommt, weil jetzt der Motor ein bisschen freier läuft. Der war halt neu gewesen. Ne? Ich lösche jetzt mal die rote Kurve hier raus. Das war die alte von vorhin. Zack, gelöscht, Fenster zu. Und jetzt haben wir unsere blaue Kurve. Um euch das mal so ein bisschen zu erklären, was wir jetzt hier sehen. Also erstmal sieht man grundsätzlich keinen Einbruch irgendwo, ein schönes Band. Hier ist halt einfach Drehzahlende bei 10,5. Er überdreht dann halt noch ein bisschen weiter. Man sieht hier vorne, dass er unterhalb der Resonanz schon 6,5, 7 Newtonmeter Drehmoment hat, was halt einfach sich mega gut fahren lässt und ihr habt halt schon 5, 6 PS unterhalb der Resonanz. Also ihr habt unterhalb der Resonanz schon die S70 Serienleistung. Und wenn es dann halt einsetzt, hier bei knapp 6250 Umdrehungen fängt es an, habt ihr bis hier hinten 10.500 Umdrehungen, also 4000 Umdrehungen Drehzahlband. Ihr seht die Drehmomentkurve schön langsam, also gleichmäßig langsam im Anstieg. Wir haben 12,4 Newtonmeter und 17,5 PS bei 10.000 Umdrehungen. Also alles bei moderaten Drehzahlen, bei einem schönen, gut fahrbaren Drehzahlband, was nicht zu spitz ist. Jetzt gehen wir mal auf die Felge und sehen, dass wir 15,5 PS am Hinterrad haben
und 11 Newtonmeter Drehmoment am Hinterrad. Und das ist meiner Meinung nach schon eine echt gute Leistung, eine Ansage. Man darf halt nicht vergessen, viele 85er, gute 85er haben so 15,5, 16 PS sowas in dem Dreh am Motor. Und wir haben jetzt hier mal einfach mal 15,5 PS am Rad mit 70 Kubikzentimeter. Motor halt 17,5. Und das Coole an der Sache ist, wenn jetzt hier der Luftfilter dran ist und der Tunnel ist drauf, sieht die Schwalbe von außen einfach mal original aus, ja? Wir haben jetzt hier als Auspuff den Daily Race SP dran. Der Daily Race SP ist dafür bekannt, dass er immer im Überdrehverhalten nicht so gut ist, dass er halt oben seine Spitzenleistung schmeißt, macht dann zu und dann passiert nicht mehr viel. So ist es jetzt hier auch, ist aber ganz gut, weil mehr als 10.500 Umdrehungen wollen wir auch gar nicht fahren. Der Kunde ist schon etwas älter und möchte halt auch einfach einen Motor haben, den er jeden Tag fahren kann. Und das haben wir hiermit gut erreicht, weil durch die Membran kannst du halt untenrum Gas geben und hast halt direkt einen schönen Drehmomentverlauf. Du gibst halt unterhalb der Resonanz Gas und er macht boah, und fährt dann halt los. So, jetzt kommt nochmal her. Ich will euch hier jetzt nochmal das mit der Membran genau zeigen. Wir haben ja jetzt hier einen Simson-Zylinder mit einem Membrankasten. Das ist jetzt hier so ein High-Flow-Membrankasten von uns. Da wird im Prinzip am Zylinder das ausgefräst, wie so ein U rausgefräst. Da wird der Membrankasten mit Dichtmasse angeklebt, also die Dichtmasse dichtet halt am Zylinder, an der Dichtfläche, wird er dann halt rangeschraubt. Dann sitzt hier eine Membran drin, die ist V-förmig. In dem Fall ist es jetzt hier eine einfache Malossi-Membran, die relativ günstig ist, aber die ihren Zweck hier voll erfüllt, weil es halt, soll halt auch gar kein Rennmotor sein. Und ihr müsst euch das so vorstellen, es sind Carbonplättchen, die V-förmig angeordnet sind. Und wenn halt der Motor einen Unterdruck im Kurbelgehäuse erzeugt, saugt er halt an, dann gehen die Membranplättchen auf und wenn der Überdruck kommt, gehen die von alleine wieder zu und sperren halt in die Rückbewegung. Und dadurch passt sich halt das Ansaugverhalten zu jeder Drehzahl sozusagen automatisch an. Beim schlitzgesteuerten Motor, wie es original ist, ist es halt so, dass der Kolben immer das Einlassfenster, wenn es das Einlassfenster ist, immer öffnet und schließt. So, und da haben wir sozusagen eine statische Ansaugsteuerzeit, die halt je nach Drehzahl immer identisch ist. Und deswegen haben wir dann oft das Problem, dass er in den unteren Drehzahlen ziemlich schwach ist, weil er das Frischgas einfach wieder zurückdrückt. So, und das haben wir jetzt hier beim Membraner nicht. Und das ist eigentlich ein sehr großer Vorteil der ganzen Geschichte. Das ist jetzt so der Stand der Dinge. Wir werden noch einen, das wird der vierte Teil, möchte ich meinen, ne? Der dritte. Ist der dritte Teil, okay. Dann werden wir noch einen vierten Teil machen mit einem Fahrvideo. Dann seht ihr auch, wie sich 17,5 PS fahren und dass sie nicht irgendwelche ausgesponnenen Prüfstand PS sind, ja. Wir haben hier von MMB Instrumente, kann ich euch nur empfehlen, weil die bauen echt geile, präzise Instrumente für eure Mopeds, die wirklich genau anzeigen, wo die Zeiger nicht spinnen und so weiter. Keine Sorge, wir werden für die Werbung nicht bezahlt. Das ist einfach meine persönliche Meinung, weil ich es mega geil finde. Der Kunde hat sich jetzt hier bei der Schwalbe rechts den Tacho eingebaut und links, was ja nicht original ist, weil du hast ja hier das Zündschloss eigentlich, den Drehzahlmesser. Und wenn ich jetzt das Moped mal anmache, ich mache es euch gleich mal an, dann seht ihr, wie präzise der Drehzahlmesser anzeigt, wie präzise die Tachoanzeige geht. Und das habt ihr nun mal nicht mit einem No-Name-China-Nachbau, ja, Tacho etc. Und deswegen will ich da einfach mal ein Lob aussprechen und gute Arbeit sollte auch irgendwo, ja, geschätzt werden. Einfach wie präzise der Zeiger steht, wie beim Auto. Ja, Leute. Freut euch einfach auf den vierten Teil. Dieses Video wird nicht ganz so lang, ist auch mal ganz cool. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Okay.